Christian, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Wir haben gesprochen vor 2,5 Jahren schon, zumindest ist das das Datum, was hier bei Kassenzone steht, aus Schleswig zu Europas Nummer 1 für Heimfitness. Und jetzt ist mal Zeit wieder für ein Update, weil ja alle jetzt zu Hause trainieren mussten in den letzten 2 Jahren und wir jetzt lernen möchten, was das eigentlich für dich bedeutet hat. Und wir möchten natürlich auch ein bisschen mehr Brand Awareness auf das Thema Tietje spielen, weil immer wenn ich gefragt werde, was gibt es eigentlich für Businesses, die einem Amazon, die dagegen halten können, dann kommt manchmal Thomann für das Thema Audio, die gesagt haben, also diese Spezialisten, die dann groß geworden sind, die kann auch ein Amazon nicht schlagen. Und dann sage ich immer, ja, aber Tietje ist ja auch so ein Beispiel. Und dann fragen die meisten, ja, Tietje, was ist das denn? Ja, ich habe so ein Sportlern, habe ich schon mal gesehen. Und da müssen wir so ein bisschen entgegenwirken. Deswegen nochmal, musst du nochmal 2 Minuten sagen, wer du bist und was du machst. Diejenigen, die Sport Tietje schon aus dem vorangegangenen Podcast kennen, die können das jetzt überspringen. Aber ich glaube, es bleibt trotzdem spannend. Ja, hallo Alex, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Christian Grau, 45 Jahre alt, glücklich verheiratet, wie meine Frau immer sagt, und Vater von 2 Kindern, Inhaber und CEO der Sport-Tietje-Gruppe. Sport-Tietje ist Europas Nummer 1 für Heimfitness. Wir haben 700 Mitarbeiter, aktuell 66 Fachmärkte in 9 europäischen Ländern. Stärkster Markt bei uns ist Deutschland, da sind wir mit 35 Läden vertreten. Daneben haben wir 25 Webshops in 12 Sprachen, sind also ein Omnichannel-Anbieter. Und wir haben im letzten Jahr 203 Millionen Umsatz gemacht und ja, dann so gut 500.000 Bestellungen, die wir dafür gehandelt haben. Um da so ein bisschen eine Referenz reinzubekommen, als wir 2019 gesprochen haben, dann da hast du ja zurückgeblickt auf das Jahr 2018. Wie groß war da der Umsatz? Ich glaube, gerade um die Hälfte groß, oder? Ja, da waren wir, wir haben von 19 auf 20 haben wir 55% zugelegt. Da waren wir so bei 130 und davor waren wir so ungefähr 120 die Ecke. Okay, also schon richtig, richtig krasses Wachstum. In der ersten Folge, die wir da gemacht haben, haben wir natürlich sehr viel gesprochen über diesen Omnichannel-Ansatz. Braucht man eigentlich diese Filialen? Ist das ein reines Online, ist das ein reines Online-Business? Zwischendurch ist dann das Thema Corona gekommen, Peloton, jetzt kommen noch Fitnessspiegel, habe ich jetzt gesehen. Das ist jetzt für mich so noch ein Thema, was noch ein bisschen weiter weg ist, müssen wir auch gleich besprechen. Magst du mal so ein kleines Recap machen? Dann Ende 2019 ist ja dann Corona eingetreten. Wir hatten ein ganz kurzes Update mal auch gegeben im Rahmen der digitalen Kieler Woche. Wenn man jetzt sich zurückerinnert an den Podcast von damals, dann war es ja so, okay, wir haben eine Konsolidierung im Fitnesshandelsmarkt. Ne? Karstadt Sport ist irgendwie da so rausgegangen aus dem Markt, beziehungsweise hat sich da jetzt nicht mehr groß weiter investiert. So bei Sportcheck weiß man auch nicht so genau. Grundsätzlich gab es damals schon einen großen Trend zum Thema Heim. Training. Was ist in den letzten 2 Jahren ganz konkret passiert bei dir? Ja, genau. Also ja, Heimfitness ist generell so ein Thema, das uns alle irgendwo betrifft. Auch schon vor Corona, weil wir werden hoffentlich alle immer älter, müssen gezwungen alle immer länger arbeiten, müssen auf uns selber aufpassen, weil einfach die Krankenkassen immer weniger bezahlen werden und auch dieses klassische Bild von früher, wo du also mit 65 dich als Senior in deinen Schaukelstuhl setzt und deine Enkelkinder auf deinem Schoß sitzen, doch irgendwo für uns alle nicht mehr mit der Lebensrealität übereinstimmt. Also wir wollen am liebsten alle noch mit 80 auf dem Fußballplatz mit den Enkelkindern rumkicken. Insoweit ist der Makrotrend auch Urbanisierung. Wir ziehen in die Großstädte und haben immer weniger Platz. Eigentlich prädestiniert für Heimfitness. Aber es war immer so ein, ja, zum Teil Schattendasein in dem Moment. Es ist im Handel kein schönes Thema, weil die Fitnessgeräte relativ viel Aufwand bedeuten. Also es ist halt ein T-Shirt, kannst du relativ einfach über den Tresen reichen. Und das kann jede 400-Euro-Kraft, die sagt, Alex, welche Farbe? Und soll es eher ein bisschen enger oder eher ein bisschen weiter sitzen? Bei Heimfitness musst du viel mehr beraten. Deswegen sind so die klassischen Anbieter rausgegangen. Sprach Karstadt Sport an, Sportcheck hat es auch schon lange nicht mehr. Und es hat sich so ein bisschen konzentriert im Markt. Da sind wir auch in der Vergangenheit immer gewachsen, haben auch 2 Akquisitionen in UK und in Holland mitgemacht.
um das immer weiter zu professionalisieren, unsere eigenen Marken auch mit aufzubauen. Das lief relativ ruhig, immer konstant mit gleichmäßigen Wachstumsraten und immer noch ein Land und noch ein Shop. Ja, und dann kam Anfang 2020, Ende Januar, waren wir gerade auf der Weltmesse des Sports in München auf der ISPO. Da kamen die ersten Fälle gerade parallel ebenfalls in München an. Ich glaube, das war Webasto. Und wir bekamen parallel dann schon aus China von unseren Mitarbeitern Bilder von irgendwelchen zugemauerten Straßen mit Polizisten davor, die einfach den Ausgang beschränken. Da haben wir erstmal gedacht, das ist ein wahrscheinlich rein asiatisches Thema erstmal, haben viel Mengen hier aggregiert, alles, was irgendwo in Europa da war, haben wir unauffällig versucht zu kaufen, also jede Woche bei unseren Lieferanten Monatsbestand gekauft und geguckt, dass wir möglichst viel aus Asien kriegen. Aber ab Anfang März letzten Jahres, im März 2020, fing es erst in UK an, dass der Markt völlig explodierte und ab Mitte März dann auch bei uns. Die Fitnessstudios wurden geschlossen, es gab einen Lockdown. Und ja, es gibt so manche Kategorien, die extrem nach vorne gehen. Wenn du also einem Anhänger vom Spinning, so einem Indoor-Cycling-Fahrrad, auf einmal sein Training wegnimmst, seine Droge, werden die Leute schon militant. Also wir haben wirklich Leute gehabt, die gesagt haben, hey, komm, ich brauche dieses Gerät, egal wo, ich hole mir das ab. Ansonsten geht meine Ehe drauf, wenn meine Frau mich umbringt. Und die Leute haben uns in der Phase die Läden wirklich leer gemacht. Wir haben alles versucht rauszuschicken, haben die Sicherheitsvorkehrungen bei uns natürlich in den Läden und im Lager hochgetrieben. Hat den Markt umgeworfen. Also alles, was so Indoor-Cycles war, was am Hanteln, Kettlebells, einfach so kleinere Geräte, die du für dich zu Hause nutzen kannst, gingen da durch die Decke. Je nach Markt war es auch im Ausland sehr extrem. Also wenn du in Frankreich nur eine Stunde am Tag dein Haus verlassen darfst und nur im Umkreis von einem Kilometer um dein Haus überhaupt Sport machen darfst, ist deine Joggingstrecke relativ begrenzt und gerade wenn du im Zentrum von einer Metropole wohnst und dauernd an der Ampel stehst, vielleicht auch nicht unbedingt effizient. Das heißt, in diesen Märkten sind dann auch die Cardio-Geräte völlig durch die Decke gegangen. Das war also eine Phase, wo wir mit den Bestellungen überhaupt nicht hinterherkamen, wo wir sämtliche Werbungen einstellen mussten, weil wir ohnehin alles, was wir reinbekamen, direkt rausschicken konnten. Und gab es da bestimmte Kategorien, die sofort ausverkauft waren? Oder du letztes Jahr war auch dieses Supply Chain, war das schon letztes Jahr? Schiff hat sich festgefahren, ne? Ja, stimmt. Ja, da kann ich auch noch eine spannende Geschichte zu erzählen. Ja, erzähl, also was konntest du irgendwann gar nicht mehr liefern? Wo war die Aufruhr am größten? Also Indoor-Cycles ging gar nicht, Spinning-Bikes, da war alles weg. Hanteln, Hantelscheiben, Kettlebells, insbesondere so verstellbare Hanteln, gingen völlig durch die Decke. Im Sommer letzten Jahres, als wir alle unsere Kinder zu Hause hatten, mit Schul-Lockdown, waren dann Trampoline, Tischtennisplatten völlig weg. Gab es ja auch in anderen Branchen. Also auf einmal waren dann Fahrräder oder so Aufstellpools, war überhaupt nichts zu kriegen. Und in unseren Kategorien waren es halt gerade Tischtennistische, Trampoline. Bei Tischtennistischen war dann, da gibt es zwei große europäische Fertigungen. Eine war in Frankreich. Corona-bedingt war die monatelang geschlossen und die andere wartete, die ist in Ostdeutschland, ewig auf Zulieferteile. Das war absolute Mangelverwaltung. Mittlerweile haben wir recht viel aufgeholt, aber es gibt aus dem letzten Jahr immer noch 54 Bestellungen bei uns, die immer noch nicht ausgeliefert sind. Okay. Weil irgendwelche Teile immer noch nicht da waren. Supply Chain fing irgendwann wieder an, kam auch von drüben. Also die haben, China hat ja einen sehr harten Kurs gefahren. Nach 2-3 Monaten alle Fabriken wieder geöffnet. Aber die sind dann halt auf Volllast auch gelaufen. Weil Heimfitness überall ein Thema war. Also ist ein globales Phänomen während Corona. Das war, also hängt sehr vom jeweiligen Markt ab. Bei uns war das so mittel.
UK war etwas, also in Deutschland, UK war noch etwas stärker. Ganz extrem war das in Australien. Die haben 1,5 Jahre ja kompletten Lockdown gehabt, wo du gar nicht raus durftest. Und jetzt gerade erst seit ein paar Monaten. Da, ja, alles, was ging, konnte man nach Australien verschicken, haben uns unsere asiatischen Lieferanten gesagt, die kaufen alles, da geht alles weg. Also für uns auch eine blöde Situation, weil halt die Asiaten dann für uns in dem Moment dann unsere Produzenten gesagt haben, naja, also ja, du hast schon eine Vororder. Ja, die ist zwar für nächsten Monat, aber du wirst eigentlich erst im halben Jahr dran. Aber morgen hätte ich noch einen Produktionslot, der kostet aber 20% mehr. Außer jemand anderes bietet noch mehr. Okay, da ist dann sozusagen die Marktwirtschaft dann zugeschlagen, die freie Genau, leider Marktwirtschaft. sehr, ja. Ja, und hast du auch darunter gelitten unter diesem Schiffsstau mit dieser Ever Given? Ja, also auf der Ever Given waren unter anderem 3 Container für uns, von Fremdlieferanten. Eigene Geräte waren nur im Fitnessraum der Ever Given, denn wir statten auch Schiffe aus. Also zumindest hatten die Jungs ein gutes Training in der Zeit. Okay. Aber direkt hinter dem Frachter stand ein weiterer mit 30 Containern vor uns im Stau. Und das hat sich halt ewig zurückgestaut. Dann sind ja Schiffe außen rumgefahren, weil für 5 Tage der Hafen am Block, der Kanal blockiert war. Und wir haben dann nachher eine Riesenmenge parallel in Hamburg ankommen gehabt. Das hat ein ziemliches Chaos verursacht für uns. Und wenn du jetzt mal so global auf diesen Markt schaust, und jetzt hat ja jeder, der dieses Spinningrad irgendwie wollte, was zumindest jetzt für den deutschen Markt mal isoliert betrachtet, hat es ja dann irgendwie jetzt auch bekommen, nach spätestens einem Jahr. Glaubst du dann, dieses Umsatzniveau lässt sich denn für die nächsten Jahre halten? Das ist ja die große Frage in vielen anderen Branchen. Da gab es sozusagen, geht das Wachstum jetzt auf hohem Niveau so weiter wie vorher? Vorher bist du ja quasi, also vor Corona bist du immer so auf 10, 20% gewachsen. Jetzt hast du jetzt mal 2 Jahre gehabt, die unfassbar stark waren. Aber es hat natürlich auch einen gewissen Aufholeffekt gegeben von Kunden, die ja eigentlich lieber ins Fitnessstudio gegangen wären. Also lässt sich dieses Niveau auch nach Corona halten? Also dieses Jahr werden wir den letztjährigen Umsatz schlagen, bin ich relativ sicher. Auf deine Frage, haben jetzt alle Leute ihr Spinningrad? Unser meistverkauftes Spinningrad vom letzten Jahr hat sich alleine am Samstag 53 Mal bei uns verkauft. Da ist eine riesen Blase, die jetzt kommt. Noch können die Leute ja ins Fitnessstudio gehen, zumindest in Deutschland. In Österreich ist es seit Samstag so, dass du als Ungeimpfter nicht mehr raus darfst. In Holland sind seit, glaube ich, heute irgendwelche Beschränkungen. Da sind Märkte gerade völlig im Umbruch. Also es sind noch viele Leute, die im letzten Jahr gezögert haben, dann überhaupt nicht zum Zuge kamen und jetzt gerade sich vorbereiten. Und weil die Preise auch steigen, macht es auch Sinn, jetzt zu kaufen, weil alles, was später kommt durch Fracht und steigende Rohstoffpreise einfach immer nur teurer wird. Ob die Leute nun klassisch ins Fitnessstudio zurückgehen, das glaube ich nicht. Also es gibt eine Gruppe, gerade die jungen Leute lernen sich heute im Fitnessstudio kennen, habe ich mittlerweile gelernt. Also was wissen wir nun beide nicht ganz, ganz jung. Was zu unserer Zeit vielleicht der Autoscooter auf dem Jahrmarkt war, ist heute das Fitnessstudio. So eine Kontaktbörse mit, das gehört dazu. Aber genauso wie wir jetzt alle eigentlich auch zu Hause arbeiten und im Büro, so ein hybrides Arbeiten, hast du auch ein hybrides Training. Das heißt, du hast im Fitnessstudio Geräte, mit denen du da trainierst, du hast aber auch Geräte, mit denen du gerne zu Hause trainierst. Und wenn ich eine Cardio-Einheit machen möchte, dann muss ich dafür nicht ins Fitnessstudio fahren und feststellen, dass mein Laufband sowieso gerade besetzt ist, sondern dann kann ich dieses Training gut bei mir zu Hause machen. Und je mehr ich im Homeoffice arbeite, viele Leute arbeiten ja in der Stadt in dem Moment und trainieren dann da in der Nähe von ihrem Arbeitsplatz auch dann auf dem Rückweg. Wenn die aber im Homeoffice sind, gehen die gar nicht erst in die Stadt raus und möchten auch nicht unterwegs sein. Also es bildet sich so eine Art hybrides Trainingsmodell raus. Man hat ein paar Hanteln zu Hause, ein Indoor-Bike oder ein Rudergerät, um einfach da seine Einheiten machen zu können und autark zu sein.
So haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich habe ja mir so ein Rudergerät, diesen Water Rower, vor 3 oder 4 Jahren gekauft und da wart ihr überall quasi in den Top-Listen, wo man das kaufen konnte. Da habe ich gesehen, Schleswig, hä, wie kann das denn sein? Und so sind wir ja quasi zueinander gekommen. Ja. Ist das Thema Rudergerät, du hast gerade das Thema Spinning angesprochen, Peloton ist ja auch über Spinning groß geworden, da reden wir gleich drüber. Mhm. Ist das noch so ein Einsteigergerät oder ist das immer noch irgendwas Besonderes, was dann doch eher wenige Leute haben? Nee, also Rudergeräte ist nach wie vor ein Mega-Trend. Macht auch aus meiner Sicht super Sinn, weil einfach Rudern eine perfekte Kombination von Kraft- und Ausdauertraining ist. Und wenn du dir so einen Ruderer vorstellst, dann hat er ja idealtypisch ein breites V-Kreuz und einen ganz geraden Rücken. Und wenn ich mir ja die Leute heute anschaue mit Büroarbeit und viel im Pkw fahren, du sitzt natürlich gerade super gerade, aber da haben einige von denen doch. Weil ich so viel rudere auf meinem Rudergerät. Genau. Ja. Leider kann ich ja nicht online auf deine Ruderzeiten zugreifen, aber das glaube ich natürlich. Rudern ist einfach toll. Das ist ein guter Ausgleich dafür und kann ich jedem empfehlen, der auch mal an den Rücken denken muss, Kraft mit kombinieren möchte. Und ist ein Megatrend. Und Water Rower ist halt der, der Erfinder dieser Holzrudergeräte. Das heißt, du hast einen Korpus aus Holz, bewegst einen Wassertank und das ist einfach Entspannung. Ich hab vor kurzem in unserem Hotel, als wir im Hotel übernachtet haben, auf so einem Techno-Gym-Rudergerät gerudert, was dann quasi so einen Luftbiederstand hat. Das ist bestimmt total teuer und super gewesen, aber das ist kein Vergleich zu diesen Wasserwiderstandsrudergeräten. Das ist schon deutlich cooler, auf denen zu rudern. Und du hast mir mal, als ich dich mal besucht habe, auch so ein Laufband gezeigt, was gar keinen Motor mehr hat, sondern wo man da irgendwie, dass es läuft so auf irgendwie Rollen und das geht so ein bisschen nach oben. Genau. Das, was auch super schick war, ja, auch sehr leise und hat sich das irgendwie durchgesetzt? Ja, das ist also ein Trend. Das sind Curved-Laufbänder, also mit Lamellen, die so gebogen sind und wo du durch dein eigenes Körpergewicht in dem Moment dieses Laufband mit in Bewegung bringst. Ist ein ganz tolles Training in dem Moment. Okay. Und sehr gelenkschonend. Also für diejenigen, die zu Hause ein Laufband brauchen, ist auch sehr leise. Ja, als ich das wahrgenommen habe. Sehr, sehr cool. Okay, dann kommen wir mal zu nochmal ein, zwei logistischen Fragen, die ich hätte. Und dann müssen wir uns mal Peloton und Fitnessspiegel angucken. Hat jetzt schon länger gedauert, quasi nur das Update zu machen. Du hast jetzt quasi dich verdoppelt seit dem letzten Podcast, den wir aufgenommen haben. Ich habe auch eine Pressemitteilung jetzt von euch gelesen, dass ihr jetzt quasi ein riesiges neues Logistikzentrum baut in Rendsburg in Osterronfeld. Trotzdem musstest du ja die Verdopplung in den letzten 2 Jahren aus den bestehenden Flächen oder Ressourcen machen. Wie ging das? Also ihr habt ja nicht den doppelten Umsatz geplant 2019. Ihr habt ja gar nicht so viel Fläche. Und Ware. Nee, genau. Ja, Ware haben wir in dem Moment, als wir gesehen haben, was in Asien anlief, angefangen zu ordern und zu kaufen und haben versucht, möglichst viel einfach zu aggregieren. Alles, was irgendwo gangbar war. In der Zeit, wo du so viel Nachfrage hast, ist einfach alles, was reinkam, dann auch direkt wieder rausgegangen. Da konnten wir das handeln. Unser Steuerberater hat auch Ende letzten Jahres gesagt, was ihr macht, das geht gar nicht. Also ihr könnt nicht mit dem gleichen Warenbestand auf dem Papier 55% mehr Umsatz machen. Das ist betriebswirtschaftlich überhaupt nicht möglich. Ist auch nicht, aber das war einfach dieser Nachfrage geschuldet. Es war halt, wenn ein Container reinkommt, wurde er etikettiert und wieder rausgeschickt. Um jetzt diesen Bedarf und dem, was in den nächsten Wochen wiederkommt, auch gerecht zu werden, haben wir neben unserem bestehenden Lager, das sind so 28.000 Quadratmeter Hochregallager, wo wir unseren zentralen Hub haben in Deutschland, haben wir 5 weitere Zusatzlager extern mit dazugenommen, wo wir einfach zum einen Überhang nehmen, also dass wir immer einen Teil da haben, aber einen Rest damit hinschicken. Und wir haben 2 Lager vorgeschaltet. Das heißt, wenn Container kommen von Ware, von denen wir noch Bestand für ein paar Wochen haben, gehen die erstmal in diese externen Lager rein und werden von da dann lastzügeweise abgerufen. Dadurch haben wir Stand jetzt nochmal extern, die genauso viel Ware liegen wie in unserem eigenen Lager, um dem Kunden irgendwo
ja, gerecht zu werden, um eine bessere Auswahl zu haben und weil einfach die Supply Chain im Moment ja massiv gestört ist. Und das Ganze. Und du sagst ja gerade, Supply Chain ist gestört. Also werden die Produkte jetzt auch teurer? Weil ich weiß nicht, ob es einen Chipmangel gibt jetzt auch bei Alles. Fitnessgeräten. Und Ja. Seefrachtraten haben sie auch verzehnfacht oder sowas, habe ich Ja. irgendwie gelesen. Genau. Also grob, Fitnessgeräte sind Güter, die eigentlich viel zu billig sind. Also ja, in Zeiten von einem Smartphone, wo du für so einen kleinen Klumpen Metall 1000 Euro ausgibst, erwarten viele immer noch, dass man für einen großen Heimtrainer mit 100 Euro auskommt. Das funktioniert halt irgendwie schwierig. Die Rohstoffpreise sind gewaltig gestiegen, also was Stahl betrifft, auch was Plastik, selbst Kartonage, die sich irgendwo verdoppelt hat. Die Seefrachten haben sich aktuell ungefähr versiebenfacht. Das führt dazu, dass also so ein Container, der früher mit 2000 Dollar von Hamburg, von Asien nach Hamburg kam, mittlerweile zwischen 14.000 und 18.000 Dollar kostet. Wenn da drin 200 Boxsäcke sind und der Container kostet 18.000 Dollar, kostet allein der Transport ja schon 90 Dollar pro Boxsack, dann kannst du den nicht mehr für 150 Dollar verkaufen. Da bist du ja Ja. schon alle für 150 Euro. Da ist ein massiver Zuwachs dann an Frachtraten, an Kosten. Also es ja, ist heftig und es ist kein Ende davon abzusehen. Zusätzlich Mikrochips hast du angesprochen, ja, betrifft uns natürlich auch. Also in jedem Laufband sind Controller drin, bei den ja, Spinning-Bikes, die du von angesprochen hast. Die meisten haben ja Bluetooth- oder Wi-Fi-Chips und das sind genau die Dinger, die im Moment gerade super knapp sind im Markt, wo es also Probleme gibt, dass jetzt Lieferanten gefälschte Chips angedreht werden, die dann gar nicht ihre Funktion tun, weil da im Moment also auch wirklich Kriminalität in den Markt reinkommt. Und hörst du halt überall. Also. Okay, krass. Ja, gut, vielleicht komme ich mit meiner Sammlung an Skatkabeln im Keller doch noch irgendwann groß raus. Ich Ja, muss schon vielleicht immer deine. lachen, wenn ich sie selber sehe, wenn ich in den Keller gehe. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielleicht lässt sich da noch irgendwas draus machen in den nächsten Jahren. Genau. Ja, nee, und dann, genau, also so der letzte Punkt sozusagen, der im Moment gerade noch da mit reinspielt, ist in China die Energienetzstabilisierung. Also China hat ein massives Energieproblem. Deswegen verheizen die auch so viel Kohle und bauen so viele neue Kraftwerke, siehe Glasgow, Klimakonferenz. Und dadurch bekommen seit einigen Wochen unsere Lieferanten in der Nacht per SMS mitgeteilt, wie viel Strom sie am nächsten Tag abnehmen dürfen. Und das sind Zahlen zwischen 10 und 50% von ihrem normalen Energiebedarf. Oder die Region sagt, diese Woche macht ihr mal gar nichts mehr, weil wir unser Stromnetz irgendwie stabil halten müssen. Was also ein reiner Irrsinn ist. Also wir sind im Moment dabei, mit unseren Lieferanten drüben zu gucken, was können die tun? Können die eine Solaranlage aufs Dach mit installieren, um zumindest so einen Das hätte ich jetzt auch gedacht, Grundbetrieb? dass dann quasi wahrscheinlich mehr tagsüber produziert wird und sich jeder Lieferant Ja. wahrscheinlich alle Solaranlagen geschnappt hat, die es da gibt in China. Ja. Genau, also das ist gerade ein riesiger Markt auch dafür und man kriegt das auch hin. Also einer unserer größten Hantelproduzenten drüben hat es geschafft. Der kriegt irgendwie jetzt noch die Hälfte vom Strom, weil er gut vernetzt ist und er kriegt 40% über seine Solaranlage und 10% über neue Maschinen. Also es ist wirklich gelebter Umweltschutz gerade, aber ich glaube nicht, dass das alle hinkriegen werden. Ja, Und auch aber es führt ja zu Innovationen. Und fairerweise, ich habe, das war ja zum letzten OMR-Podcast, da ging es um Bitcoins. Und das ist ja auch quasi immer so ein Markt, wo gesagt wird, da wird zu viel Strom verbraucht. Und dann meint, naja, aber das führt dazu, dass die erneuerbaren Energien, das ist eigentlich die günstigste neue Stromquelle, die man sich bauen kann. Es ist schneller als ein neues Kraftwerk und auch viel, viel günstiger sozusagen in der Administration. Die befördern das natürlich auch. Und das finde ich spannend zu sehen. Also ich glaube schon, dass eine Fabrik, die sich nie darüber Gedanken machen musste in China, jetzt wahrscheinlich beim Thema Solaranlage oder eigene Windkraftanlage, wenn das dann irgendwo in der Walachei ist, wo sich da keiner drum schert, ob da noch ein Riesenwindrad steht, dass das wahrscheinlich massiv gepusht wird, Also, gerade. da ist China ohnehin also ziemlich aktiv. Also, sie haben die letzten Jahre wirklich mit 10.000 Inspektoren Fabrik für Fabrik abgeklappert und Betriebe von jetzt auf gleich stillgelegt, wenn die nicht die Umweltauflagen erfüllt haben, etc. Sodass da wirklich viel Aufrüsten stattgefunden hat.
Ja, aber Okay. führt halt auch wieder zu Angebot und Nachfrage und Preissteigerung. Also von daher, die Zukunft wird teurer, was Geräte betrifft. Ah, okay. Vielleicht kann ich meinen Water Roy wahrscheinlich demnächst zum höheren Preis verkaufen, aber den Den verkauft man ja nicht. konntest du die ganzen letzten Monate zum höheren Preis verkaufen, weil einfach die ist immer noch nicht, also die Nachfrage ist nach wie vor so stark, dass wir nach 1,5 Jahren immer noch manche Modelle nicht lieferbar haben. Da kommen jede Woche diverse Lastzüge voll bei uns an. Wir sind total dankbar, dass wir diese Mengen auch bekommen, aber bei manchen kommen wir immer noch nicht auf einen grünen Zweig. Eine Welt, ein Konsumgüterprodukt wird ein Anlageprodukt. Ja. Jetzt hat aber eine Firma ja für besonders viel Furore gesorgt in den letzten 2 Jahren rund um das Thema Heimfitness. Ich glaube, die meisten neuen Spinning-Bikes gefühlt kamen von Peloton. Das Thema war, als wir den Podcast aufgenommen haben, Anfang 2019, noch recht jung. Da waren sie auch, glaube ich, noch nicht an der Börse. Ich bin mir nicht ganz sicher, oder ob sie da Doch, waren gerade sie auch oder schon. gerade an der Ja. Börse. Aber seitdem haben sie ja gefühlt sozusagen Umsätze verdoppelt und angeblich diesen Heimfitnessmarkt revolutioniert. So, wenn du da jetzt als Profi drauf schaust, ihr produziert ja eigene Geräte auch, die ja auch oft prämiert sind, und du hast sicherlich auch schon so ein Peloton-Bike mal aus der Nähe gesehen. Wie guckst du da drauf? Sowohl auf das Produkt, ja, ich glaube, das Spinning-Bike war das Kernprodukt in den ersten Jahren, jetzt gibt es, glaube ich, auch andere Geräte, als auch auf dieses Ökosystem, ja, also Tablet, Training. Wie bewertest du das? Ja, differenziert. Ich muss dazu sagen, dass ich Peloton quasi von Anfang an kenne. Das heißt, ich kenne auch die Fabrik, die jetzt Peloton gehört, in denen sie die Geräte produzieren seit 15 Jahren. Wir vertreiben oder haben früher schon Spinning Bikes vertrieben, wobei Spinning eine geschützte Marke ist. Also eigentlich muss ich da immer an der Stelle Indoor Cycles sagen. Kennen die den gesamten Kosmos da? Also die Geschäftsführer, seit sie klein sind, da drüben von der Fabrik. Und das Bike ist okay, aber für den Preis gibt es deutlich Besseres aus meiner Sicht. Ich finde, Peloton hat einen guten Job gemacht, was das Marketing betrifft. Also sie haben das gut angeschoben. Auf einmal sah man vor der Tagesschau einen Indoor-Training gepusht und das war hip. Ich bin selber skeptisch, wie lang man diese App nutzt und ob man dafür so viel Geld ausgeben möchte. Also das Bike wurde jetzt mehrfach günstiger, war irgendwie, das Top-Bike kostet irgendwie 2.500, das kleine kostet aktuell noch 1.500, aber du musst halt eine monatliche App abschließen, die über 30 Euro kostet. Ich glaube, aktuell sind es irgendwie 35. Und wenn du diese App nicht hast und nicht laufen hast, dann hat das Display von diesem Peloton-Bike den Sexappeal eines Taschenrechners. Da steht einfach nur dein Wert. Und Indoor-Cycling lebt halt davon, dass du in der Gruppe bist und jemand dich anschreit und hier, komm Alex, gib alles und jetzt den Berg rauf. Und das macht Peloton gut. Also dann kannst du ein virtuelles High Five geben und wenn du dein 100. Training hast, feiert dich die Gruppe und so weiter. Aber es ist ein Haufen Geld, der da mit drin steckt. Und man sieht, dass immer mehr in diesen Markt reingehen. Das siehst du ja auch an den letzten Quartalszahlen von Peloton. Das heißt, ihre Werbekosten werden immer, immer größer. Gleichzeitig mussten sie bei deutlich gestiegenen Produktions- und Versandkosten den Preis immer weiter senken. Und da kommen halt immer mehr Wettbewerber in den Markt rein. Ich bin gerade auf der Webseite, genau, die Peloton Mitgliedschaft kostet 39 Euro im Monat auf der deutschen, also kann sein, dass es jetzt in den USA mal $35 oder sowas. Und man kann aber auch die App quasi für $12 im Monat kaufen, wenn man kein Peloton-Gerät. Also die Zahlen, also vielleicht für diejenigen, die nicht täglich Börsenkurse verfolgen, was die Marktkapitalisierung angeht, gehen nach unten. Ja, also ich glaube, Peloton hat sich im Wert halbiert, vielleicht glaube sogar gedrittelt Ja, vom mehr als Spitzen. gedrittelt. Genau, und vom Spitzenwert, die sozusagen Quartalszahlen sind in der Regel negativ, also verdienen auch kein Geld, was natürlich bei so einem Business, was ja mit diesem
mit diesem Abo-Anspruch kommt, jetzt nach 3 Jahren immer noch nicht so richtig cool ist. Deswegen geht da der Kapitalmarkt so ein bisschen zurück in dem Glauben. Aber trotzdem, Peloton hat sehr, sehr viele Bikes in den Markt gebracht und sie haben diese Idee, dass Menschen sich irgendwie über eine App vernetzen lassen und die Geräte dadurch ein bisschen smarter werden, ja durchaus gepusht. Du sagst, für den Preis, den man für das Bike zahlen könnte, würde man ein besseres Gerät bekommen, besseres Indoor-Cycling-Bike oder was auch immer, einen anderen Heimtrainer, aber kann man denn diese Experience, die einem Peloton bietet und dass die Peloton ausprobieren, die ich kenne, die es gemacht haben, sind ja am Anfang super Fans. Die finden das ja mega geil. Ja. Jetzt sind einige schon 1-2 Jahre dabei, die verkaufen jetzt ihre Geräte gerade wieder, also so, aber das ist eine sehr kleine Stichprobe, die ich da, auf die ich da zugreifen kann. Aber diese Idee, das über eine App zu verknüpfen mit so einem Trainer und so einem Team, das ist doch eigentlich schon ganz cool, oder? Also die Idee ist gut, aber das Modell von denen funktioniert nicht, weil einfach, wenn du, ja, so viel, also früher hieß es, wir verkaufen das Bike, kam auch vom CEO, da, ich glaube, die kann ich offiziell erzählen, in einem Podcast mal raus, der sagte, wir verdienen an jedem Bike $1,300 und das Geld stecken wir komplett ins Marketing und verdienen dann nachher über die App-Nutzung. Mhm. Wenn das Bike mittlerweile 1.500 brutto kostet und ich schätze das sicherlich auf seine 900 bis 1.000 Euro im EK. Auch für Peloton? Ja, auch für Peloton. Das ist hochwertig und das Ding muss auch im Container hierher und Co. Dann bleibt da nicht mehr viel übrig und das kriegst du mit der App nicht rein finanziert. Und wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte die Peloton Experience, Peloton kannst du auch auf anderen Bikes nutzen. Und dann würde ich persönlich zum Beispiel einen Schwinn IC8 kaufen. Das Bike ist 1000-mal besser, vielleicht 10-mal besser. Hat einen viel geileren Trainingscomputer und du kannst die Peloton-App nutzen. Das heißt, ich zahle 939, kostet es aktuell bei uns. Normal kostet es, glaube ich, 1100. Und dann zahlst du halt die $12 im Monat und nicht, du zahlst 1600 Euro oder 1500 Euro und musst dich 2 Jahre lang mit 34 Euro monatlich festlegen oder 39,90, wie es jetzt kostet. Und kannst jederzeit dann da raus. Und es gibt halt andere Apps, die genauso schick sind. Also bei diesem Schwinn, da gibt es irgendwie die Journey-Apps, die ist toll. Es gibt in den USA kommt. Und das läuft dann aber über das eingebaute Display in diesem Schwinn oder musst du dann dein Tablet oder dein Handy draufbauen? Dann packst du halt dein Tablet drauf oder kannst auch über die Displays mitnutzen. Ist immer unterschiedlich mit den Geräten. Aber Peloton musste es mittlerweile auch öffnen, die Plattform. Und deswegen auch bei Peloton, dann hieß es ja, jetzt kommt dann das Laufband raus. Das war der nächste Schritt. Die haben auch so ein Lamellenlaufband produziert. Wie du es bei uns auch gesehen hast, das gab es als Peloton-Laufband, das hatte aber technisch ein paar Schwachstellen, die zu Verletzungen mitgeführt haben. Dann mussten die alle zurückgerufen werden. Und was mich persönlich zu dem Punkt gebracht hat, zu sagen, das Modell stimmt nicht, war, dass du mit deiner Mitgliedschaft fürs Bike auch das Laufband mitnutzen konntest. Und wenn du dann sagst, ich verkaufe die Geräte jetzt quasi zum Produktions- und Lieferantenpreis, aber verdienst an der App nichts Zusätzliches, kannst du das halt auch nicht mehr pushen mit Marketing. Und ja, Peloton ist im Moment, jetzt sind sie bei $50, knapp drunter. Das heißt, es ist immer noch mit irgendwie 15 Milliarden bewertet bei einem Umsatz von 4 Milliarden, also einen vierfachen Umsatzmultiple auf einem Unternehmen, das massives Minus produziert, also mehrere hundert Millionen Dollar negatives EBIT, halte ich schon für sportlich, ohne Anlageempfehlung. Also hier den üblichen Disclaimer, das ist keine Anlageempfehlung und ist natürlich nur meine persönliche Meinung und steht nicht mit. Aber ist das nicht so wie bei Apple, dass die Peloton-Nutzer, das ist ja ein relativ teures Investment, ne, plus diese Monatsgebühr, dass das dann ganz hochwertige Nutzer sind und die jetzt in diesem App-Ökosystem sind, ich weiß nicht, wie viele Nutzer die jetzt haben, ein paar Millionen, denke ich mal. Die können sie jetzt ja, wenn jetzt ein Schwinn könnte jetzt nicht selber so eine Community aufbauen. Ne? Die können vielleicht ein gutes Bike bauen oder so ein gutes Gerät, aber die könnten jetzt selber nicht die Community aufbauen. Dass sie da zumindest einen Login-Effekt haben oder gibt es jetzt andere Anbieter, die sagen, guck mal, hier gibt es 100 Trainingskurse für 3,99
im Monat, dann wird es natürlich auch ein bisschen knapp. Also Schwinn hat eine Plattform, die heißt Journey. Schwinn gehört zum Nautilus-Konzern. Auch ein Ami, auch börsennotiert. Um eine Relation zu geben, die machen 600 Millionen Umsatz und sind mit nicht mal 300 Millionen aktuell bewertet. Also nicht mal für die Hälfte vom Umsatz. Die haben auch ein paar hunderttausend Nutzer in ihrer App, die schnell wächst und die auch KI mitbekommt und so weiter. Die bauen das Ding jetzt erst aus. Die investieren wirklich massiv in ihre App. Und in den USA gibt es iFit. Das war vorher Icon, das ist so der weltgrößte Sportgerätehersteller. Also die machen Milliardenumsätze. Und die haben schon seit, wann war ich denn drüben? 2001, glaube ich, hatten sie schon iFit als Plattform laufen. Da ist Ernährung und Co. drin. Und das sind dann Apps, die kosten 10, 15 Dollar im Monat. Wurde auch aus meiner Sicht gefühlt mehr kriegst. Ich bin Fitness-Fan in dem Moment, aber ich brauche auch beim Training mit meine Ruhe und ich stehe nicht wirklich darauf, wenn mich irgendwelche Leute anschreien, während ich trainiere. Sondern gucke mir eher einen Film an und meine Werte und deswegen glaube ich, ja, das ist ganz nett, so eine Community mit zu haben, wenn du dieses Indoor-Cycling mitmachst. Beim Laufband ist das schon grenzwertig. Wir haben so unten ein Rudergerät bei uns von einem anderen Modell, das auch so ein ähnliches Modell wie Peloton von der Richtung, das nennt sich Hydro, wollen auch über einen SPAC an die US-Börse gehen. Das macht mich verrückt, wenn die mich die ganze Zeit volltexten, während ich die da auf dem Rudergerät rudern sehe. Das heißt unten bei dir im Laden oder im Lager? Ja, genau. So. Also wir haben so ein Darkroom, wo so ein paar Nettigkeiten stehen. Hydro, Genau, okay. Hydro. Tolles Rudergerät um die 3.000 Dollar, auch mit so einem Abo-Modell. Da gibt es eine ganze Menge, die in die Richtung gerade gehen. Aber so für mich persönlich, ich bin Ruder-Fan durch und durch. Ja, für mich gehört zum Rudern ein toller Film. Klassisch James Bond, meine persönliche Referenz. Und Entspannung und bloß kein Krach und bloß niemanden da rumschreit. Und wenn ich dann einen Ruder-Workout auf dem Monitor vor mir sehe, dann können die gerne einen Fluss lang fahren. Und an der Skyline, das finde ich toll. Da könnten Sie mir vielleicht noch erklären, wo Sie gerade langfahren. Aber ich möchte bloß nicht angesprochen werden. Ich brauche meine Ruhe in dem Moment. Ja, verstehe ich. Also ich beobachte das natürlich in meinem Netzwerk jetzt ein bisschen weiter, wie das jetzt mit der Peloton-Nutzung ist. Aber gerade die es sich eigentlich leisten können, werden dann wahrscheinlich auf das nächst bessere Gerät umsteigen und das wahrscheinlich dann günstig bei eBay Kleinanzeigen verkaufen. Insbesondere, wenn es dann auch bessere Apps gibt. Aber ich bin gespannt, wie sich Peloton entwickelt. Also so lange halten sie es ja auch nicht mehr durch, wenn sie so viel da verbrennen. Da müssen sie schon ein bisschen neu erfinden. Aber es gibt jetzt einen neuen Trend. Habe ich zumindest gelesen, es gibt jetzt Fitnessspiegel ich glaube, es sind Displays oder so. Ja, die heißen schon Fitnessspiegel. Kommt von einer US-Firma, die heißt Mirror, wurde gekauft von Lululemon. Auch börsennotiert. Die haben für die Firma 500 Millionen bezahlt, glaube ich, Anfang der Pandemie. Für ein Unternehmen, das 270 Millionen Dollar Umsatz gemacht hat. Das ist einfach nur ein großes Fernsehdisplay mit so einer Motion Detection dahinter. Die können also gucken, wie du dich bewegst und blenden dir auf deinem Display dann ein Workout. Kann das die Switch nicht auch? Ist das nicht? Also wir haben keinerlei Konsolen bei uns zu Hause, aber ist das nicht auch so, dass eine Switch das auch kann? Die sieht auch, wie du dich bewegst? Ja, das kann deine Switch auch und da findest du auch Workouts und so, aber ja, also wir haben zu Hause eine Wii, glaube ich, die ist 15 Jahre alt, die konnte das auch schon, wenn du diese Controller in der Hand hast. Aber da habe ich jetzt quasi so einen riesen Fernsehdisplay, was man irgendwo so hinstellt, da stellt man sich dann davor und macht Übungen. Also du hast einen großen Spiegel. Der Spiegel funktioniert aber nur, wenn du ihn anschaltest, was ich schon mal blöd finde, weil eigentlich hättest du den ja gerne auch genutzt, wenn du den im Schlafzimmer hinhängst, dann hätte er zumindest eine Funktion. Und dann hast du da quasi eine Einblendung von einem iPad
Und siehst dann eine Art YouTube-Video, kannst, wenn du einen Brustgurt trägst, auch deinen Puls mit angezeigt bekommen und dann siehst du auf diesem Display Übung. Und die sollst du dann nachmachen. Aber du siehst nicht dich selber dabei. Das filmt dich quasi nur und du sollst das nachmachen, Du wie so ein kannst Trainer, auch der vor dir steht, quasi. dich sehen, du kannst je nach Plattform auch Personal Training darüber buchen. Also es gibt dazu eine Adaption auch in Deutschland, die heißt Waha von Valerie Bonström, ist die Gründerin von Miss Sporty gewesen. Die macht das jetzt hier. Da kannst du dann einmal im Monat, kriegst du auch einen Personal Trainer, kannst du für eine Stunde buchen oder für eine Trainingseinheit über diese Plattform. Finde ich, ja, ein Nischenprodukt. Glaube ich nicht wirklich dran. Also erstmal finde ich, ein Spiegel sollte auch spiegeln, auch wenn er nicht an ist. Und ich kann mir auch YouTube auf dem Fernseher anschauen für die Übungen und muss dann nicht mir das Video da einblenden lassen. Also das ist ja gut gemacht, aber sehe ich nicht wirklich als nachhaltig. Und da gibt es halt auch viele, die in diesen Markt reingehen, weil es keine große Raketenwissenschaft ist. Das heißt, auch da fallen die Preise. Also auch dieses Mirror Original in den USA ist jetzt irgendwie bei $1.000 mittlerweile, was dafür auch nicht wirklich ein Für so ein riesen günstig. Display. Ja, genau. Das ist also wirklich subventioniert. Und, da gibt es halt genügend Systeme, die genau in diese Richtung gehen, genügend Kopien dazu. Es gibt Weiterentwicklungen, also Tonal gibt es in den USA. Da hast du dann auch gleichzeitig eine Kraft-Widerstandserzeugung, so mit Griffen und Widerständen da dran. Das finde ich macht schon wieder Sinn, aber ist halt nochmal einige tausend teurer. Okay, also bleibt Nische, ist jetzt quasi, wird nicht der nächste Peloton-Effekt für die Fitnessbranche, sagst du. Also ist immer hart und fies, wenn man sowas so von oben herab. Ist ja Ich erstmal deine, kann ist ja das erstmal nur eher, eine, ist also erstmal nur eine begründete Meinung und genau, wenn nicht du, wer dann könnte die denn formulieren? also sagen wir mal so, ich bin bei Peloton sehr skeptisch. Bei diesen Spiegeln alleingestellt glaube ich überhaupt nicht dran. Wo ich dran glaube, ist bei diesem Mirror Original, das gehört halt zu Lululemon, die machen Trainingsbekleidung und haben halt jede Menge eigene Läden. Und die haben jetzt irgendwie in 150 Läden auch dieses Display stehen und für die ist das ein Teil eines Ökosystems. Und wenn du es dann natürlich schaffst, über dieses Display zu deinen Kunden nach Hause zu kommen, eigentlich ein Bekleidungshersteller bist und den dann immer in dem Moment die neueste Trainingsbekleidung mit anzubieten und da zu zeigen, dann ist das wieder ein schlauer Weg zum Kunden. Okay. Ja, Aber verstehe ich, verstehe ich. Also bleibt Nische und ist ja auch so billig ist ja auch nicht. Peloton hat ja quasi diese, ja, sozusagen die Kunden abgegriffen, denen es egal war, diese $2.000 zu zahlen und die genau. $39 im Monat, während sozusagen die fitnessverrückte jüngere Generation war eigentlich ihr Limit hatte bei der McFit-Zahlungsbereitschaft, ja, 19 Euro im Monat und viel teurer darf es dann auch nicht werden. Wie handelt ihr das ganze Thema Insourcing bzw. Inlandssourcing? Wenn wir jetzt die Diskussion haben, ist es schwieriger, aus China zu bekommen, keine Ahnung, Fitnessgeräte, Tischtennisplatten, Trampoline, ich weiß nicht, wo die produziert werden, aber geht das, dass man bestimmte Sachen auch wieder vor Ort produziert und von hier versendet oder macht das gar keinen Sinn für komplexere Produkte? Also wir versuchen grundsätzlich zu diversifizieren. Unsere Kernmärkte für unsere eigenen Marken, die halt für uns auch recht wichtig sind, die kommen gängig eigentlich aus Asien. Also wir haben ein großes Sourcing-Büro in Taiwan und wir haben halt auch in China unsere eigenen Leute, die in die Fabriken reingehen und versuchen, die auch übers Land zu verteilen, damit wir von regionalen Lockdowns so nicht betroffen sind. Gucken aber, wo kommen wir da in andere Bereiche? Mit deutscher Fertigung haben wir jetzt gestartet im Bereich Hantelscheiben, was eigentlich ein Irrsinn ist von der Entwicklung, weil das
genau das Entgegengesetzte ist, wie damals die Fitnessgeräte aus Deutschland weggingen. Also die ersten Produkte, die Kettler im Ausland gefertigt hat, waren die Hantelscheiben. Wir haben uns gesagt, wir brauchen eine hochwertige Qualität, beste Umweltverträglichkeit und halt schnellere Lieferkette und haben mit einem befreundeten Unternehmen, dem zusätzlich auch unser Zentrallager, unser bisheriges, mitgehört. Das ist eine Unternehmensgruppe, die heißt ARCO und die haben auch eine eigene Gießerei. Die machen Drainage, Gullideckel und all sowas, aber auch extrem hochwertige Teile. Also die gießen für die AMGs, für die Geländewagen und Co., die Achsen und haben eine sehr hohe hochwertige Fertigung in Kaiserslautern. Da haben wir die ersten Serien an Hantelscheiben jetzt hier in Deutschland in der Produktion. Und die sind extrem genau, also da ist die Gewichtsabweichung minimal und Finish ist top. Ach, ist cool. Halt einfach noch ein höherer Preis als aus Asien. Dafür hast du die Ware aber hier produziert, umweltverträglich, höchste Umweltstandards, beste Qualität und bist ein bisschen schneller in den Produktionen und natürlich auch in der Ökobilanz besser. Ich habe gerade parallel auf eurer Website nach Hantelscheiben gesucht und sehe hier so eine Tabelle bei den Hantelscheiben. Also die Produkte, Taurus, ist glaube ich auch Eigenmarke und dann genau, Life Pro, 50 mm, sind so 10 Produkte. Und eine Tabelle quasi, welches sozusagen bei welchem Gewicht dieses Produkt wann verfügbar ist. Also viele grüne Haken, sofort lieferbar, aber dann einige auch mit Kalenderwochen da drin. Ja. Ist das ein Feature, was ihr gebaut habt wegen Corona oder gab es das schon vorher? Nee, das gab es früher nicht, aber das war einfach nervig, dauernd den Kunden erklären zu müssen. Also aus der Customer Experience ist das ja einfach ätzend. Also du siehst in der Übersicht verschiedene Hantelscheiben und ein Hantelscheibenmodell gibt es halt in 8 unterschiedlichen Gewichtsabstufungen. Das heißt, auch wenn auf der Übersicht dann steht, das Modell ist lieferbar, dann heißt das vielleicht nur irgendeine der Gewichtsabstufungen. Und das ist ein Tool, das haben wir erst für unsere Leute intern gebaut, um die Kunden richtig beraten zu können und dann haben wir es gleich online geschaltet, weil da können wir auch gerne die Transparenz zum Kunden haben und da besser agieren. Und da findest du auch von Taurus die Made in Germany Hantelscheibe. Da siehst du also direkt. Okay, also Hantelscheibe schon mal wieder, das Thema ist zurück in Deutschland, zumindest zum Teil für die hochwertigen Hantelscheiben. Wie deckst du diesen steigenden Personalbedarf ab, insbesondere jetzt in neuen Flächen, die ihr baut? Egal mit wem ich rede, höre ich ja nur, weiß nicht, wir haben nicht genug Mitarbeiter, wir finden nicht genug Mitarbeiter. Wir müssen alles dafür tun, die Mitarbeiter zu halten, die wir schon haben. Größeres Lager, klar, ein bisschen mehr Automatisierung wird da auch drin sein, aber wahrscheinlich brauchst du ja auch mehr Mitarbeiter in Zukunft. Wie geht das? Ja, schwieriges Thema. Wir versuchen, unseren Mitarbeitern ohnehin ein guter Arbeitgeber zu sein. Also das ist unsere Grundphilosophie. Also unser Unternehmen ist aufgebaut wie eine Sportmannschaft in dem Moment. Ne? Wir ziehen alle in eine Richtung und man ist mit flachen Hierarchien per Du und kann sich einbringen, sodass sich die Mitarbeiter bei uns wohlfühlen. Und wer diesen klassischen Weg erstmal zum einen aus einem Fitnessstudio zu uns geschafft hat, mit einfach besseren Einsatzzeiten, weniger Schichten etc., bleibt gerne bei uns. Auch aus dem Handel gibt es halt Bereiche, die sind deutlich uninteressanter, aber wir sind alle einfach in einem Wettbewerb um Mitarbeiter und sehen, dass es schwierig ist, gerade in den Großstädten im Einzelhandel Verkäufer zu finden. Techniker in manchen Regionen ist wirklich schwierig zu finden. Also ich könnte bestimmt 100 Leute einstellen, wenn du ich könnte dir meine Wunschliste schicken. Ist ja bald Weihnachten, also vielleicht hast du einen guten Draht. Aber, aber ist denn Rendsburg, also Rendsburg ist ja quasi wirklich genau in der Mitte von Schleswig-Holstein, am Nordostseekanal an der A7, ist das ein, und wenn man jetzt quasi links von Rendsburg guckt, also Richtung Husum, St. Peter-Ording, da ist ja nichts. Also da wohnen zwar noch Menschen, aber es gibt eigentlich wenig Arbeitgeber, außer Tourismus. Ist das ein
ein Vorteil im Standort? Also merkst du das, dass es für dich jetzt einfacher ist? Ihr seid ja jetzt in Schleswig, das ist auch nicht so weit weg, aber noch ein paar Kilometer nördlich, dann die A7 hoch. Ist das ein Vorteil, dass man so remote, also logistisch gut, Autobahn ist da und Kanal ist da, aber dann doch quasi Bevölkerungsdichte ist hier niedrig, sieht man ja auch an den niedrigen Corona-Zahlen, wo weniger Menschen wohnen, gibt es auch weniger Infektionen. Kannst du das irgendwie beobachten oder drückt sich das jetzt gar nicht aus im Hiring-Erfolg? Also ja, wir haben den Standort wegen unseren Mitarbeitern gewählt. Also rein auf dem Papier hätte unser zweiter Logistikstandort irgendwo westlich der A1 sein müssen. Wir sind recht stark in Holland und ähnliches, dann wäre es da rausgegangen. Das hätte wirtschaftlich den meisten Sinn gemacht. Wir brauchten einfach eine Fläche, die möglichst nah an unserer bestehenden Fläche ist. Wir werden beide Lager erstmal parallel betreiben. Aber für unseren neuen Standort, wir planen mit 46.000 Quadratmetern Hallenfläche, so ein 14 Meter hohes Gebäude. Da brauchst du mit allen Logistikflächen dann, wir machen jetzt 83.000 Quadratmeter Grundstück, das gibt es hier oben halt auch nicht an jeder Ecke. Und das ist jetzt so der nächste Standort, direkt da 2 Kilometer zur Autobahn, und meine Mitarbeiter, die vom bestehenden Standort an den neuen wechseln wollen, können mit dem Fahrrad durch einen Tunnel unterm Nord-Ostsee-Kanal durch den Fußgängertunnel fahren. Ja. Das war das Nächste, was dran ist. Direkt daneben ist auch ein Wohngebiet. Da gibt es also eine direkte Anbindung nach Rendsburg und Büdelsdorf rein. Und wir versuchen uns einfach abzugrenzen. Also bei uns gibt es beim neuen Standort dann auch ein Fitnessstudio und ein Wellness und einen Kickerraum und die Foodtruck-Flächen und Kantine ist langweilig. Also bei uns, mir wird auch nachgesagt, ich versuche meine Mitarbeiter dick zu füttern, damit sie nicht weglaufen können. Bei uns gibt es eigentlich im Wochentakt Foodtrucks in der Saison, damit immer was Unterschiedliches da ist. Und dann, ja, werden wir halt gucken, was wir an Automatisierung machen können. Also sind da mit Spezialisten dabei, mit Fortner Pirau, die also für E-Commerce und Automatisierung da natürlich auch eine Kompetenz haben, um das weiter und besser zu gestalten. Aber unsere Kartons sind halt nicht 30 mal 30 mal 20 Zentimeter, sondern die sind auch mal 2 Meter lang und wiegen bis zu 250 Kilo. Die kriegst du also mit einem Standardautomaten nicht bewegt. Und wir brauchen viele Mitarbeiter, noch viel mehr, als wir jetzt haben, gucken, wie wir uns positionieren. Auch wenn das jetzt quasi weit über den Tellerrand ist, aber ist DHL für dich dann langfristig ein spannender Partner, insbesondere bei den komplexen Gütern, oder musst du darüber nachdenken, selber stärker in die letzte Meile zu investieren, und dann fahren überall kleine Tietje-Trucks rum, die das den Heimtrainer installieren, und das macht ja sogar Sinn in eurem Fall, weil die Experience ja deutlich besser wird. Also wir haben knapp 100 eigene Techniker und wir haben eine Transporterflotte von um die 40 Sprintergrößen Transportern von verschiedenen Marken, mit denen wir in der Tat unterwegs sind. Also im Premium-Bereich installieren wir dir auch gerne dein Fitnessgerät zu Hause. Es ist halt ein Added Service. Wir statten ja auch Firmen aus, Fitnessstudios etc., wo das dann auch mit zum Repertoire dazugehört. Ansonsten versuchen wir uns möglichst breit aufzustellen. Das heißt, wir arbeiten hier in Deutschland mit 4 verschiedenen Paketdiensten. Wir haben 4 große Speditionsverbünde, über die wir unsere Güter an die Endkunden schicken. Wir haben auch DHL mit im Einsatz. Die haben auch so ein Two-Man-Handling, mit denen wir also auch Geräte an den Wunschlieferort im Gebäude bringen lassen können, wenn du selber aufgebaut haben möchtest, aber dein Laufband halt nicht in den ersten oder zweiten Stock hochtransportiert bekommst, dann können wir das darüber abbilden. Also so ein Mix, je nachdem, was der Kunde haben möchte. Und das aber würdest du, wenn du jetzt mal, also ohne jetzt quasi jetzt strategische Überlegungen zu nennen, aber wenn du jetzt mal auf Sportitje 2030 schaust, glaubst du, dass ein signifikant größerer Teil der Geräte, die bei euch verkauft werden, von eurer eigenen Liefermannschaft sozusagen an den Endkunden gebracht werden und dort auch vielleicht installiert werden? Also je stärker wir in den Märkten drin sind, desto mehr Läden haben wir vor Ort.
Und wenn wir stationär stärker sind, also in Deutschland haben wir jetzt mit 35 Standorten halt in den meisten Gebieten direkt eine Filiale. Und ich kann jedem nur empfehlen, dann auch in eine Filiale zu fahren, um da das Gerät sich anzugucken. Und meist resultiert daraus dann auch ein Aufbau oder eine Aufbauofferte, die halt dann immer ein bisschen länger dauert. Und wenn du ein einfaches Gerät hast, was halt 10 Minuten Montage auf IKEA-Niveau bedeutet, dann lässt der Kunde sich das gerne schnell per Spedition schicken. Wenn das was Größeres ist und der Kraftturm und noch zwei, drei Geräte mehr bei dir zu Hause landen sollen, dann passiert es meist, dass unsere eigenen Techniker rausfahren und das beim Kunden dann installieren. Insoweit würde ich sagen, 2030 dürfen wir die Märkte noch stärker durchdrungen haben und dann dürfte dieser Anteil auch nochmal weiter steigen. Ja, sehr spannend. Mensch, das ist ja wieder quasi schon wieder eine Stunde Folge geworden. Ich werde Hui. mal beobachten, die Google-Trendsuchanfragen für das Schwinn IC8. Werde da auch mal meine Peloton-Freunde hier, die ich kenne, mal fragen, wie zufrieden sie mit ihrem Gerät noch sind. Bedanke mich für das Update. Und ja, wir wohnen ja hier quasi sind ja fast Nachbarn. Wir sehen uns ja auch unterjährig mal, nicht nur im Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen, vielen Dank, Alex, und eine gute Zeit. Mach's gut und bleib gesund.